Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Under the Radar Over the Top Box von Scooter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Under the Radar Over the Top von Scooter. Das Ganze aus dem Jahr 2009. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Techno. Jawohl. Es ist das 14. Album von Scooter. Wir haben hier eine Box in Schwarz und Gold. Das Ganze hier noch mit Stickern beklebt. Hier lesen wir Strictly Limited Deluxe Fanbox. 2 CD plus DVD inklusive Top Hits. Bonus CD Scooter The Dark Side plus DVD Caught by the Radar. Unique Scooter Dog Tag, 5 Exclusive Postcards und Scooter Flag. Dann haben wir noch die Tourdaten zur damaligen Tour 2010 und einen FSK 12 Hinweis, der sich wohl auf die DVD bezieht. So, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie abnehmen. Und uns das Ganze ansehen. So, also, die Sticker sind somit weg. Bis auf einen. Der FSK 12 Sticker ist noch dran. Gut, dass man das hier mit einem Sticker gelöst hat. Somit können wir den hoffentlich hier ablösen. Ja, ist gar nicht mehr so einfach, nachdem die Box ja auch schon das ein oder andere Jahr draußen ist. Hier noch so ein letzter Rest. So. Jawohl, so sieht die Box aus hier. Wir haben hier oben einmal den goldenen Schriftzug Scooter. Dann haben wir hier Under the Radar Over the Top. Unten rechts gibt es noch klein das Logo von Scooter. Und dann haben wir hier die drei Herrschaften der Gruppe. Sieht so aus wie so eine stillgelegte Abhöranlage oder Radaranlage. Passend zum Albumtitel. Auf der linken Seite lesen wir auch wieder den Bandnamen plus den Albumtitel. Rechts ebenso. Unten gibt es das Scooter-Logo. Und oben auch nochmal das Logo. Auf der unteren Seite der Box haben wir hier einmal die Tracklist zum Album. CD1. Dann haben wir hier die Tracklist zum Bonusalbum, zur Bonus-CD Nummer 2, The Dark Side. Dann haben wir die DVD. Was befindet sich auf der DVD? Caught by the Radar. Personal Scooter, Travelogue from the Band's Trip Through Australia, Africa and Asia. Okay. Und Exclusive Interview and Selected Comments on the Album. Also, wir haben hier einen Vlog, mehr oder weniger, so ein Tour-Vlog, wo sie unterwegs waren in Australien, in Afrika und Asien. Und dann noch ein exklusives Interview und ausgewählte Kommentare zum Album. Dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. So, dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So, von innen in Schwarz. Als erstes kommt uns hier ein Booklet entgegen. Dann haben wir hier, gute Frage, was das hier ist. Gar nicht so einfach. Ah, okay. Das ist die Hülle. Also wir haben hier scheinbar alles in einem, sowohl CDs als auch DVD. Dann haben wir hier einen Infoflyer zu Scooter Merchandise. Das ist dann wohl die Fahne. Ups. Unter der Fahne hat sich dann auch noch hier die Halskette, der Dogtag, versteckt. Dann haben wir hier noch die Fotokarten. Und das Ganze ist hier noch schön mit so einer goldenen Schlaufe, mit so einem goldenen Band ausgestattet. Also ich gehe mal davon aus, normalerweise hätte man das dann hier so reingelegt. Und dann kann man hier mit Hilfe dieses Bands das Ganze hier wunderbar anheben und rausholen. So, also rein von der Box her, von der Gestaltung her, sieht das echt gut aus. Packen wir mal zur Seite die Box und den Deckel wieder drauf. So. Und nachdem hier wirklich nur die Fahne und die Halskette in Folie ist, sonst nichts, starten wir mal hier einmal
und zweimal. So, da befindet sich dann noch eine zweite Folie, die dann noch den Dogtag etwas besser schützt. Okay. So, wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Das kommt hier in einem hochformatigen Digipack. Ist echt was Besonderes, denn man hat hier unter anderem diese Seite im Querformat gestaltet. Wir haben hier wieder die drei Bandmitglieder in so einer Negativaufnahme, also so schwarz-weiß und gold. Auf der Seite lesen wir wieder Scooter, Under the Radar, Over the Top. Auf der Rückseite, wie auch schon, die Box gestaltet. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier... Ups, da hat sich wohl die DVD verabschiedet. Wir haben hier drei CDs in Pink gehalten. In Schwarz und Pink. Das ist CD Nummer 1. Das Album Under the Radar, Over the Top. So sieht das aus. Auf der CD und auch dahinter wieder Scooter-Logo zu sehen. Ähnlich verhält es sich bei CD 2. Auch hier wieder Scooter-Logo auf der CD. Und dahinter haben wir in diesem Fall was anderes. Und zwar, spannenderweise, steht das hier auf dem Kopf. Jede Menge Text. Was haben wir hier? Ah ja, okay. Also die Credits zu den einzelnen Tracks von CD 2. Die hat man hier draufgepackt. Spannenderweise auf dem Kopf. Keine Ahnung, ob das Absicht ist. Und dann haben wir hier noch die DVD. Caught by the Radar. Ab 12 Jahren. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Hier gibt es dann übrigens nochmal diese Radarkuppel mit dem goldenen Scooter-Logo darüber. Okay. Das Booklet ist nicht in diesem Case drin, sondern lag eben einzeln so außerhalb. Schauen wir mal rein. Hier haben wir die drei Herrschaften. Auch hier wieder die ganzen Fotos bei dieser Radaranlage. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Lyrics für die einzelnen Tracks. Sehr schön. Also, hier kann man dann nachlesen oder mitsingen. Fotos von Live-Auftritten, weitere Lyrics. So sieht das aus. Also das Artwork hier in Schwarz-Weiß und Gold macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Oh, das erste Foto wirklich in Farbe. Hier mit einer knalligen violetten Jacke. H.P. Baxter. Das ist auch immer so ein lustiger Kontrast bei so Fotoshootings. Manche haben dann irgendwelche dicken Jacken an. Und hier, der Kollege ist hier einfach in einem langärmeligen Hemd. Also, interessante Kleidungswahl. Weitere Fotos, weitere Lyrics. Und zum Abschluss natürlich die Credits zum Album. So sieht das aus. Jawohl. So, dann packen wir Album samt Booklet mal zur Seite und kommen zum nächsten Inhalt, beziehungsweise Inhalt, ja, es ist ein Flyer wohl. Was haben wir hier? Scooter Merchandise. Also, unter anderem diese Sachen kann man hier scheinbar online bestellen auf scootertechno-shop.com. Dann haben wir Fotokarten, die kommen hier mit so einer weißen Banderole. Und zwar haben wir hier einmal H.P. Baxter in Aktion im Hochformat. Dann alle drei wieder vor dieser Radaranlage im Querformat. Dann nochmals allerdings in Farbe und etwas weiter weg. Ja, das sieht aus wie so hinter den Kulissen oder Interviewsituation, Hotelzimmer, was auch immer. Und hier dann nochmal bei der Radaranlage alle drei in Anzug. Ja, wir haben hier 5 Fotokarten, 3 im Querformat, 2 im Hochformat und auf der Rückseite sind die glatt weiß. Packen wir mal zusammen und machen sie wieder in die
dafür vorgesehene Banderole. Wenn es mir gelingt, gar nicht so einfach. So. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Wir haben hier die Fahne. Die ist in Schwarz und Gelb und die ist verdammt groß. Oh ja. Also, wir haben hier eine schwarz-gelbe Fahne. Auf der linken Seite einmal riesengroß das Logo der Lautsprecher von Scooter. Und rechts dann daneben zieht sich dann hier über die komplette Länge der Schriftzug Scooter durch. So, mittig. Jawohl. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen. Wir haben dann auf der linken Seite speziell vernäht noch hier so eine Schlaufe, um entsprechend eine Fahnenstange, ein Holz, was auch immer hier durchzustecken und dann die Fahne entsprechend aufzuhängen. So, dann packen wir die Fahne mal zusammen. Also die ist echt sehr, sehr breit. Hoch ist sie gar nicht so sehr, aber die Breite ist echt enorm. Ich glaube, ich habe noch niemals so eine breite, so eine lange Fahne gesehen. So. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Halskette. Die kennt man ja. Das sind diese ganz klassischen hier mit diesen Kügelchen, dieser klassischen Kette. Da oben der Verschluss. Und dann haben wir hier die Dogtag, den Anhänger. Scooter lesen wir hier drauf. Das Ganze hier so in Silber, Hochglanz und auf der Rückseite blank. Ja, gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Halskette samt Dogtag Anhänger. Dann haben wir die riesengroße Fahne in Schwarz-Gelb im Querformat. Das Booklet zum Album. Die Fotokarten, 5 Stück an der Zahl. Das kleine Merch-Heftchen hier, dieser Flyer. Sowie natürlich das Album, die Bonus-CD und die DVD in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Under the Radar, Over the Top von Scooter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Scooter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.